Hallo und herzlich willkommen bei Elvo Gaming TV und zu einem neuen Video und wieder zu einem kleinen Case Opening, ja, hier auf meinem Kanal. Und zwar haben wir heute, ja, wie ihr seht, schon 10 Chroma Kisten, einmal Chroma 2 Kisten, einmal Chroma 1 Kisten, weil ich die Chroma Kisten einfach am geilsten finde und man bekommt natürlich die geilsten Knives daraus, ja. Und wir fangen an, machen wir einfach mal Chroma. Wir fangen mal hier unten mal an mit den Chroma 1 Kisten. Wir nehmen mal einfach die Kiste 5, mal die letzte Kiste und gucken mal einfach mal, was drin ist. Ja, bei den Aufnahmen hatte ich noch nie richtig Glück mit den Kisten. Ja, wird auch so bleiben. Es fängt da schon mal gut an mit Blau. Mit der System Lock. Ist zwar kein schlechter Skin, aber ja, macht jetzt auch nicht alles her. Oh, da war die Chatterbox. Die habe ich schon zweimal gezogen aus den Kisten. Mache ich nicht nochmal ziehen, weil ich ziehe immer diese schlechten Red Items, ja, die kein Mensch braucht. Machen wir die goldene Mitte mal. Vielleicht hilft das ja. Für ein Knife. Die Statrack Quicksilver. Wie ich ein Statrack ist, glaube ich, noch 40 Cent oder so wert, wenn die FN ist. Geht schlechter, aber immerhin haben wir jetzt schon wieder einige Kisten ausgebaut. Es war nichts wirklich Interessantes dabei. Ein bisschen ein Statrack wieder. Da haben wir ein bisschen Glück jetzt. Aber ja, wirklich cool ist das jetzt auch nicht. Ich meine, wenn die FNs sind, sind die schon noch ein bisschen was wert. So, und jetzt die letzte Chroma 1 Kiste. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück, aber die AOP Manowar. Statrack. Wir haben jetzt dreimal Statrack gezogen, was nicht schlecht ist. Ich meine, besser als den ganzen Kram ohne Statrack zu ziehen, aber ich würde natürlich lieber ein Red Item ziehen. Zum Beispiel hier aus der Chroma 2 Kiste ganz gern die Hyper Beast oder der seltene Gegenstand. Wir müssen ein bisschen reiben. Das ist die erste Chroma 2 Kiste jetzt. Ja, da kommt eine MP7 Armor Core raus. Ach ja, den Gewinner vom letzten Gewinnspiel habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Das heißt, ihr könnt da mal reingucken, ob ihr da dabei seid, ob ihr seid, und ja, ich werde euch eine Handelsanfrage schicken, beziehungsweise ihr müsst den Steam-Namen mir euch schicken über YouTube, euren Steam-Namen, ja, also ihr habt den, also derjenige, der gewonnen hat, hat ihn leider nicht hinzugefügt, das heißt, er muss mir das auf YouTube mitteilen, dass er so und so in Steam heißt. Ja, die abgesiegte Schrufflinde Origami, sehr schön. In Statrack sogar. Also wir haben heute so viele Statrack-Skins gezogen, das ist ja unglaublich. Aber leider keine Hyper-Beast in Statrack, das wäre natürlich die... Wäre schon gut gewesen, also muss man so sagen. Ja, natürlich Bronze Deko. Wird wieder nichts werden, denke ich mal, in dieses Case Opening. Wird wieder nur Müll herauskommen. Aber vielleicht, mit viel Glück, vielleicht doch jetzt noch ein gutes Item. Nee, CZ Pole Position. Ja, die Ausbeute war jetzt relativ gering, würde ich mal sagen. Ja. Zweimal lila, sonst nur blau, aber halt auch ein bisschen in Statrack. Können wir da einen Aufwertungsvertrag machen mit den Statrack Blues? Ach, die würde ich lieber nicht, ne? Ja, die können wir raus, die können wir raus. Die können wir raus, die können wir raus. Ne, wird nicht reichen. Mag ich es ja noch nicht weggeben. Aber für einen normalen reicht es, glaube ich. Für einen normalen Aufwertungsvertrag. Da, die rein. 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 Und die rein. So, gucken wir mal, was da rauskommt. Kann nicht so viel Gutes rauskommen, würde ich mal sagen. Eher nur Schwachsinn. Was hat denn ein doch, ja, Handgun. Ja, wenigstens die Handgun. Die ist vielleicht noch ein bisschen was wert, wenigstens. Einsatz erprobt, ja, gut. Also, ich würde mal sagen, was ist denn der teuerste, zweiteuerste Skin von Eisregal? Ich glaube, die hier sind am teuersten. Die sind Fabrik neu. Und ein lila Item. Ich glaube, das ist nicht mehr zu betreffen. Wir gucken einfach mal, wie viel die wert sind. 2 Euro sogar, ne? 2,27 Euro, das heißt gar kein so schlechtes Item. Aber ich würde mal sagen, es gibt für euch
die Handgun zu gewinnen. Das sind das zweitbeste. Sieht auch ziemlich cool aus. Wenn ihr die Handgun haben wollt, schreibt in die Kommentare, ich möchte die Handgun haben. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben natürlich wieder mega viel Glück gehabt. Wie immer. Bei mir, beim Case of Being, Glück steht an erster Stelle. Also macht's gut, euer